Auf diesem Kanal. Heute nehme ich euch mit auf meinen AIDA-Vlog. Ich bin nämlich mit der AIDA Nova die skandinavischen Highlights abgefahren. Welche Städte dazu zählen und wie es dort war, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Ich war dort mit ein paar Freunden. Apple Pro Bros kennt ihr wahrscheinlich hier auch von meinem Kanal. Der war auch mit dabei. Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Also zu den Städten, die wir angefahren haben, zählen Oslo, Kristiansand, Skagen, Kopenhagen und Aarhus. Auch genau in dieser Reihenfolge. Preis und Bewertung gibt es am Ende dieses Videos. Viel Spaß! So, als nächstes könnt ihr uns dann beim Auslaufen zuschauen. Wir sind aus Kiel losgefahren, also seht ihr hier die Kieler Förde ungefähr so um die Mittagszeit. Hat mir wirklich eine schöne Aussicht. Als erste Station ging es dann auch erstmal in die Buffet-Restaurants. Wir haben uns hier wirklich viel durchprobiert, das werdet ihr auch noch in den nächsten Clips sehen. Hier ein paar Cocktails probiert. Kleiner Tipp von mir, trinkt Cocktails nicht, wenn sie nicht inklusive sind. Da hatten wir am Anfang einen kleinen Fehler gemacht, dazu später aber mehr. Und an sich muss man auch zugeben, die Cocktails auf der AIDA schmecken nicht dem Preis entsprechend. Also keine Empfehlung von mir. Nächstes geht es weiter mit dem Frühstück. Jeden Tag natürlich sehr üppig, hat auch nicht schlecht geschmeckt, aber das war, glaube ich, das, was ich am wenigsten vermissen werde. Hier könnt ihr auch einmal das Theatrium beobachten. Das ist so in der Mitte des Schiffes, so ein Veranstaltungsraum, würde ich mal sagen, sehr schön. Hier könnt ihr dann auch das Theatrium mal in Aktion sehen. Hier war sozusagen die Bingo-Nacht. Davon hatten wir zwei. Später seht ihr dann auch noch die zweite. Hier sind wir gerade in einem der Spezialitäten-Restaurants, um genau zu sein, das Brauhaus. Von mir meine beste Empfehlung. Und hier auch nochmal ein kleiner Tipp von mir. Also wir haben es wirklich immer sehr genossen, uns unser Monopoly-Spiel, was wir uns ausgeliehen haben, mitzunehmen, uns in eine Bar zu setzen und da einfach den Abend ausklingen zu lassen. Nach einem doch sehr rauen Tag auf See sind wir dann tatsächlich in Oslo angekommen. Für mich eine wirklich sehr moderne, schöne Stadt. Kennt man so nicht hier in Deutschland. Als nächstes seht ihr hier sozusagen zwei der Wahrzeichen Oslos, einmal hier die Oper und als nächstes das Königsschloss. Hier auch noch einmal sehr bewundernswert, also das Auslaufen in Oslo war wirklich schön, mit der typischen AIDA-Musik an den kleinen Inseln vorbei. Und natürlich wieder zurück im Brauhaus, Marillenknödel mit Vanillesoße, unser Lieblingsnachtisch. Und einen Tag später angekommen in Kristiansand. Hier seht ihr einmal das Gebäude. Keine Ahnung, was da drin war, war auf jeden Fall sehr imposant. An sich ein eher verschlafener Ort, bis die AIDA dann natürlich anlegt. Aber man findet auch so seine ruhigen Ecken. Wir waren sogar im Fjord baden bei einstelligen Temperaturen. Hier blende ich euch mal ein Bild ein. Hier noch eine Empfehlung von mir. Wir sind hier gerade im French Kiss und wollten uns eigentlich so ein bisschen durch die Kuchen durchprobieren. Dummerweise hatte das Café immer nur dann geöffnet, wann wir gerade auf Landgang waren. Wie schon angekündigt, hier die zweite Bingo-Nacht. Diesmal so ein bisschen in so einem Las Vegas-Theme, würde ich mal sagen. Aber Leute, passt da wirklich auf, das ist immer noch Glücksspiel und 50 Euro sind schneller weg, als man denkt. Tja, zu Skagen gibt es tatsächlich wirklich nicht besonders viel zu sagen. Nordsee und Ostsee treffen aufeinander. Es war wirklich sehr schön zum Spazieren, also viel mehr gibt es da aber auch wirklich nicht zu sehen.
Crowros lächeln mal. Chefin. Hallo G's. Und schon geht's weiter in Kopenhagen, unsere vorletzte Stadt. Für mich war das wirklich der beste Städtetrip. Also hier gibt's für jede Altersgruppe irgendwas. Zum Beispiel hier diese schöne Kirche, aber auch wirklich nette Stadtparks. Man konnte dort baden gehen. Kopenhagen war wirklich super. Auch ein Highlight war hier die selbstfahrende U-Bahn, natürlich wieder mit Apple Pro Rose dabei. Und als nächstes waren wir auch noch im Stadtpark unterwegs, gerade eben nochmal erwähnt, wirklich sehr schön. Please leave the train and remember to take all your personal belongings with you. Beim Auslaufen aus Kopenhagen sind wir noch an der Sky Princess vorbeigefahren von Princess Cruises. War auf jeden Fall ein interessantes Hubkonzert an die Leute, die wissen, wie sich dieses Schiff anhört. Am Abend noch einen kurzen Abstecher in den Club The Cube gemacht. Sah wirklich cool aus, war aber leider nichts los. Hier seht ihr mal den Botanischen Garten von der Aarhuser Universität, war das glaube ich. Das war für einen Gratis-Eintritt wirklich unfassbar cool. Also da waren auch riesige Schmetterlinge unterwegs und man konnte da einfach so durchlaufen. Es waren verschiedene Gebiete und ja, es war beeindruckend, wirklich schön. Als nächstes möchte ich euch hier einmal unsere Kabine zeigen. Wir waren ja zu viert unterwegs und haben uns zu zweit mal eine Kabine geteilt. Wir hatten hier tatsächlich die Vario-Innenkabine gebucht. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal, aber ich war wirklich überrascht, wie gut die Kabine war. Wenn man dann hier in der Kabine ist, hat man hier natürlich die Tür mit Schloss und sogar auch ein Türspion. Hier direkt daneben sind erstmal zwei Schränke, einmal so ein großer, auch mit Bügeln, wo auch die Rettungswesten drin sind. Und dann nochmal ein etwas kleinerer mit eigenem Safe. Hier sind nochmal ein paar extra Decken. Hier waren auch die Bademäntel mit drin. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Schreibtisch mit zwei Schubladen. Hier ist auch noch ein Föhn drin. Bordtelefon, das kann man ganz gut machen, wenn man den Onboard-Chat nicht benutzen möchte. Noch USB-Anschlüsse und Steckdosen. Und dann haben wir hier noch einen schicken Spiegel, der hat auch nochmal eigene Beleuchtung. Fallt nicht darauf rein. Also, meines Wissens nach sind nicht kostenlos. Ich hätte die fast am ersten Tag direkt erstmal aufgerissen. Neben der Eingangstür haben wir direkt das Badezimmer. Hier oben gibt es auch noch die Steuerung für die Klimaanlage. Geht hier auf minus 3 runter, aber auch auf plus 3 hoch. Wir hatten den immer so auf minus 1, das war eine gute Sache. Hier im Bad. Das würde ich als klein, aber fein beschreiben. Hier eine relativ moderne Toilette mit Vakuumabzug wie im Flugzeug oder Zug. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein ganz normales Waschbecken. So ein komischer Strahl, aber das geht schon irgendwie. Ja, hier Zahnputzbecher. Nochmal eigentlich genau den gleichen Spiegel. Ja, viel mehr ist ja auch nicht. Die Dusche ist auch ganz nett. Also hat nicht so viel Wasserdruck, aber man kann hier oben noch diese Sprühmodi einstellen. Alles von Hans Grohe, also das ist alles nicht von schlechten Händen gebaut. Auch der Abzug ist hier echt gut. Also ihr seht schon, das war vor 10 Minuten in Benutzung und hier ist eigentlich gar keine Feuchtigkeit mehr im Bad. Von daher ist das alles auch ganz gut. Wie gesagt, klein, aber fein.
Hier ist nochmal unser Innenkabinenfernseher. Ich weiß nicht, ob der bei anderen Kabinen großartig anders ist. Größe war völlig okay. Man konnte hier normales Fernsehen schauen oder auch die AIDA-Kanäle. Da kann man sich nicht beschweren. Und hier haben wir so mäßig das Herzstück des ganzen Zimmers. Ein ja, recht bequemes Doppelbett. Nicht zu weich, nicht zu hart. Gibt auch noch einen kleinen Nachttisch. Hier kann man die zwei Hauptlampen steuern und nochmal eine kleine Nachttischlampe. Auf der anderen Seite der Unterschied mit noch einer extra Steckdose. Da es ja keine Fenster gibt, weil das hier eine Innenkabine ist, hat man hier ja so ein schönes Tropfenbild. Hier oben, ja, wie gesagt, irgendwie so eine Art Aufhängung. Ist ganz nett, damit man hier nicht irgendwie auf die kahle Wand guckt, aber ja, ob das wirklich nötig ist, keine Ahnung. Ja Leute, vielleicht ist euch das gerade eben auch schon aufgefallen, die Schiffsgeräusche oder Motorengeräusche in unserem Zimmer waren doch recht laut. Hier waren die etwas extremer als sonst, weil wir gerade am Anlegen waren, aber es war trotzdem spürbar. Selbst wenn man im Bett lag, hat man die Vibrationen gespürt. Das war irgendwie nur in unserer Kabine so. Unsere Kollegen hatten sozusagen auf der anderen Seite des Ganges, also wir hatten eine ungerade Nummer, die eine gerade Nummer, hatten irgendwie nicht diese Probleme, waren auch erstaunt, dass es bei uns so war. Ich weiß nicht warum, das war so das einzige Manko an unserer Kabine. So Leute, kommen wir jetzt also als letztes zu der Bewertung und natürlich auch zu dem Preis. Wir haben zusammen zu viert 2.957 Euro bezahlt. Das sind pro Person 739,25 Euro. Wie schon angesprochen, Vario Innenkabine, skandinavische Highlights. Also ich kann ja mal aufzählen, was wir gemacht haben. Erster Tag war Abfahrt und Seetag, dann Oslo, dann Kristiansand, dann Skagen, dann Kopenhagen, dann Aarhus und angekommen, so tippe ich mal, ist das ungefähr richtig. Also ja, wir hatten richtig 6 Tage draufstehen, stand 7 Tage, also ungefähr 100 Euro, ja, grob über den Daumen gepeilt. Dafür muss man wirklich anrechnen. Wir haben sozusagen ein fahrendes Hotel, also wir haben geschlafen. Wir waren in verschiedenen Städten und wir konnten die Sachen auf dem Schiff nutzen. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Problem, was wir in unserer Gruppe hatten. Wir haben beim Buchungsprozess angegeben, wie alt wir sind. Natürlich. So, wir sind 18 gewesen zu dem Zeitpunkt, also waren wir irgendwie in so einem komischen Teen-Paket drin. Ab 18 sehe ich mich persönlich aber nicht irgendwie als Jugendlicher oder so. Das ging hoch bis 24. Wir haben unsere Sachen gebucht, All-Inclusive angedrückt, also Getränkepaket All-Inclusive. Haben an dem ersten Tag auch direkt Cocktails und so getrunken. Da haben uns die Staff-Mitglieder, also die Mitarbeiter sozusagen, gesagt, dass etwas mit dem System nicht funktioniert, weil das ist noch von der alten Reise. Deswegen steht da jetzt ein Rechnungspreis. Wenn man All-Inclusive hat, steht da eigentlich immer 0 Euro, wenn man unterschreibt auf deren Geräten. Aber da stand immer ein Preis und wir haben uns gefragt, was das soll. Warum ist das nicht All-Inclusive? Dann sind wir nach dem ersten Tag zur Rezeption gegangen, haben gefragt, was denn da los ist, was uns die Mitarbeiter gesagt haben, dass es ein anderes System von der letzten Fahrt noch ist, aber kein Problem, trinkt ihr mal. Und dann kam raus, wir hatten ein Getränkepaket Kids und Teens Komfort. Also muss ich auch zugeben, war auch mein Fehler, ja, ich habe das auf der Rechnung übersehen. Beim Buchungsprozess dachte ich all inclusive und auch Kollegen, die das mit mir gemacht haben, die schon öfter AIDA gefahren sind, haben nochmal drüber geschaut, alles klar, all inclusive, super, perfekt. Das Problem war dann aber, dass wir am ersten Tag Cocktails getrunken haben, die nicht in unserem Paket drin waren. Wir hatten aber von den Mitarbeitern gesagt bekommen, dass das alles kein Problem ist. So, dann haben wir da erstmal, weiß ich nicht, eine Viertelstunde diskutiert, letztendlich kam dann das hier raus und wir mussten es bezahlen. So, ist natürlich doof gelaufen. Ich verstehe auch, dass das Problem ist, dass wir nicht richtig drauf geguckt haben. Aber das hätte ganz einfach sein können, wenn die Mitarbeiter uns einfach klipp und klar gesagt hätten, das ist nicht bei euch drin, ihr dürft die Cocktails nicht trinken. Wäre auch komplett fein gewesen. Die alkoholfreien Cocktails, die wir die restliche Zeit getrunken haben, waren auch völlig super. Nur ist das ein bisschen schade, wenn man dann an einem Tag irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Euro zu viert weghaut. Das ist schon ein bisschen schade, muss ich dazu sagen. Aber im Abschluss zu der gesamten AIDA-Reise, ich bin noch nie Kreuzfahrt vorher gefahren, war ich wirklich überrascht, wie gut mir es gefallen hat. Zimmer war wirklich super, bis natürlich auf die Nebengeräusche, die ich vorhin auch schon angesprochen habe. Ich glaube, wir waren so die Leute auf dem Schiff, die ja jetzt bis auf Bingo, bis auf ja, die Getränke, die wir da getrunken haben, das Schiff sozusagen ausgenommen haben. Wir haben so viel gegessen da, wir waren unterwegs, das war schon eine tolle Zeit, wenn man da überlegt, 700 Euro für eine Woche, das kriegt man eigentlich nirgendwo anders so viel
Erfahrung. Man sieht nirgendwo so viele Sachen in einer Woche. Das war wirklich schon eine coole Zeit, muss ich sagen, vor allem für den Preis. Das Einzige, was ich anmerken muss, dass jetzt der eine Seetag war völlig okay für mich auf der AIDA, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, eine Woche auf See die ganze Zeit zu sein, ohne Stadt. Also, das war für mich, glaube ich, die perfekte Reise. Ein Tag, um das Schiff kennenzulernen, die anderen Tage immer was zu tun, an Land unterwegs zu sein, zumindest die Möglichkeit zu haben. Ja, das wird auch hier so mein Schlusswort sein. Also die gesamte Reise, bis auf den kleinen Zwischenfall, war wirklich super, hat mir sehr gut gefallen. Ihr habt ja gesehen, was wir alles erlebt haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wart ihr schon mal auf so einer Reise? Wie waren eure Erfahrungen mit AIDA? Das war es soweit erstmal von mir. Wir sehen uns nächste Woche, also am Montag um 18:30 Uhr wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.